Geh bitte, Kollegen, merkt euch diese Sache. 2 Tage später fragst du sie danach und sie sagt, was? Hast du uns nie gesagt. Du sagst zu deinem Partner, geh, lass doch nicht die Socken immer herumliegen. Am nächsten Tag liegen sie schon wieder herum. Jetzt lernst du eine Körpersprachetechnik kennen, mit der du garantiert nie mehr überhört werden. Du räumst in der Früh das Frühstücksgeschirr weg und sagst nur zu den Kindern, und räumst noch euer Zimmer auf. Dann laufst du ins Badezimmer rüber und machst die erste Kontrollfrage, und wie schaut's mit dem Zimmer aus? Und dann putzt du die Zähne, und während du die Zähne putzt, lallst du die Kinder an, Kinder, wie schaut's mit dem Zimmer aus? Jetzt haben die Kinder die Botschaft 3-mal gehört. Aber sie haben beim ersten Mal eigentlich den Inhalt schon verstanden. Aber weißt was? An der Körpersprache haben sie erkannt, die Botschaft ist nicht ernst zu nehmen. Und genau darum geht's. Worte können den Inhalt vermitteln, aber wie wir den Inhalt meinen, das können Worte niemals vermitteln. Das kann nur unsere Körpersprache. Und da gibt's eine Technik, die nennt sich NN-Regel. Und zwar, wir erkennen immer am Körper selber, ob die Worte jemandem wichtig sind, beziehungsweise ob er uns auch wichtig nimmt. Wenn der andere uns nämlich nicht wahnsinnig wichtig nimmt und damit die Worte wenig Gewicht haben, schaut er immer von uns weg. Maximal schaut er uns nur aus den Augenwinkeln heraus an. Wenn ich jetzt zu dir sage, und merkt euch das bitte, räumt die Socken weg und räumt euer Zimmer auf, dann merkst du schon, wahnsinnig wichtig war das nicht. Wenn du wirklich mehr Gewicht in die Worte legen willst, dann wende dem Gegenüber das erste N zu, und das ist die Nase. Also wenn du jetzt sagst und räumst noch euer Zimmer auf, und merkt euch das bitte, hat das schon weit mehr Nachdruck. Wenn du jetzt noch das zweite N, nämlich den Nabel, auch noch zuwendest, dann hast du einen richtigen Nachdruck, und räumt noch euer Zimmer auf, und merkt euch das bitte. Die NN-Regel lautet also Nase-Nabel-Regel. Und sie funktioniert immer unter einer Voraussetzung, nämlich, dass du Unwichtiges mit etwas asymmetrischer, manchmal sogar leicht abgewandter Körpersprache zeigst. Und wenn es wirklich wichtig ist, kannst du dann Nase und Nabel zuwenden. Also, wenn du 5-mal gesagt hast, geh, räum bitte die Socken weg, und es funktioniert immer noch nicht, wende dich einmal mit Nase und Nabel zu, wende den Kopf ein wenig nach unten und sag, räum bitte die Socken weg. Dann habe ich jetzt wortwörtlich das Gleiche gesagt, aber du merkst selber, jetzt wirst du schon nervös, ob deine Socken vielleicht auch herumliegen. Die NN-Regel.